Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, angezockt haben wir im Stream gemacht. Ich will es aber euch trotzdem hier nochmal ein bisschen präsentieren und mal meinen Senf dazugeben. Wie ihr gesehen habt, Biomutants. Ich habe es jetzt erst zweimal gespielt, also insgesamt 10 Stunden, über 10 Stunden oder so. Bin jetzt auch noch nicht so weit, habe noch nicht so viele Fähigkeiten, habe auch noch nicht so viel freigeschaltet und Waffen auch noch nicht. Also da kommt noch einiges. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Let's Plays von Twitch. Wie kann etwas so wunderschön? Wenn wir bei Biomutanten ein paar mehr haben oder demnächst. Klage, jetzt kommt ja erstmal noch. Aber der Baum des Lebens steht noch. It's Take Two. Fragt sich nur, wie lange noch? Und dann die ganzen die ganzen Let's Plays. Die Stämme sind Let's Play Videos von Resident Evil kommen dann auch hierher. Sie zu einigen oder alle zu unterwerfen. Wenn ich dran denke. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Willkommen bei Biomutant. Achso, jetzt hättet ihr das jetzt sehen können. So bei um die 10 Stunden bin ich. Auf der Xbox Series S und X läuft es in 4K. Bei uns auf der PlayStation leider noch nicht. Halte nach einem Ausgang Ausschau. Also ich habe es jetzt in 4K und HDR, klar. Warte mal, ich will nochmal zurückgehen. System. Verlassen. Zurück zum Hauptmenü. Weil ich meiner PlayStation gesagt habe, ich will hier alles in 4K haben und alles in HDR. HDR dauerhaft ein, weil das ist besser, wenn es dauerhaft ein ist für mein also für mein Aufnahmeprogramm und für den Stream. Weil denn sonst, wenn du vom Menü in nicht 4K HDR in den Spiel drin gehst, was 4K HDR hat, gibt es manchmal bei Streamers OBS ein bisschen Differenzen. So, Spielzeit 10 Stunden 21. Ja, da sind denn die Videos garantiert nicht mit bei. Weil ich habe das erste Mal, oder? Habe ich 4 Stunden gespielt? Naja, egal. Ich habe gedacht, wir sind schon bei 10 Stunden. Ne, sind wir jetzt bei 7 Stunden. Und ich verstehe die, also ich habe mir jetzt so ein bisschen mal durchgelesen, dass es wirklich von einigen schlechte Bewertungen gekriegt. Und ich verstehe die schlechten Bewertungen nicht. Muss ich mal so dazu sagen. Ist es recht klamm. So, ich habe jetzt hier in meinem hier so ein Helm aufgesetzt, ja. So. Ich habe hier auch eine Lampe und so. Bin ziemlich agil. Die Steuerung hier, seht ihr ja, die ist wirklich knackig, also schön agil, auch wenn ich hier kämpfe. Ich habe hier ein Feuerschwert und ein Eisschwert. Das zeige ich euch auch gleich. Ja. Schnelle Attacke machen. Kann auch hier. Einen Bumerang habe ich. Achso, ich bin ja noch nicht im Fahrstuhl runtergefahren. Seht ihr das? Den Bumerang? So. Das Einzige, was ich so ein bisschen zu bemängeln habe, dass halt, die Grafik sieht gut und schön aus, wenn man nah dran ist. Aber ihr seht im Weiten immer so, sieht das alles sehr neblig aus. Ja, da muss ich mir auch mal Gameplay angucken, nochmal. Die haben ja selber Gameplay-Material veröffentlicht. 4K HDR von der PS5. Da sah das, glaube ich, besser aus. Aber egal, wir haben hier, ich habe jetzt 10 von 14 Teilen, die ich hier auf der Landkarte sammeln muss. Ja, um den ersten von 4 Endbossen zu besiegen. Der ist hier. Ach, hier oben seht ihr den auch. Weil ich die Landkarte jetzt schon so weit aufgedeckt habe.
Dann ist hier oben noch einer. Hier einer und da. Also vier Stück sind es insgesamt. Hier sieht man die. Da. Und hier oben auch. Wir haben auch ein Reittier mittlerweile. Nee, hier war, glaube ich, doch, hier war auch eins. Da ist es. Ja. Und hier ist der Baum des Lebens. Am Anfang fangt er an und dann müsst ihr euch für einen Stamm entscheiden. Ich habe mich für einen friedlichen Stamm hier entschieden. Die meisten, also das Spiel will ihn eigentlich hinlotsen, dass man hier den Stamm hier oben nimmt. Hier, glaube ich, hier war das. Also man läuft hier einfach lang, so. Und hier ist ein Stamm. Jagli. Und hier ist ein Stamm. Myriad. Ich habe mich für die Myriad entschieden, für die Seite des Lichts und so. Das Spiel will ihn dazu ermutigen, dass man die Jagli nimmt für Kämpfen. Das ist komplett eure Entscheidung, wo ihr da hingeht. Ihr könnt natürlich auch die Jagli nehmen. Dann wird sich da ein bisschen was ändern in eurem Lichtlevel. Also ihr habt hier Licht und Dunkelheit. Kommen wir gleich dazu. Die Landkarte deckt sich dann nach und nach auf, wenn wir hier langkommen. Ihr kriegt auch Zusatzsachen. Ich habe jetzt bis jetzt nur in Mech-Anzug und ein Reittier. Wartet mal, ich gehe mal kurz hier rund. Einen frischen Start muss man einfach lieben. So, ich habe jetzt hier ein Reittier. Also das kann ich hier nicht rufen. Gut, ich kann es gerade nicht rufen. Und ich habe einen Mech. Den kann ich jetzt auch nicht rufen. Der steht da unten. Wenn er noch da steht. Weil ihr seht hier in dem Gebiet, da ist mein Mech. Na komm. So. Na schade, ich kann euch den Mech jetzt leider nicht von vorne zeigen. So. Das ist mein Mech-Anzug. Das ist eine Todeszone hier. Da kommt er dann später hin. Da ist keine Luft. Also ihr könnt euch noch, wir kommen noch zu den Spezialfähigkeiten. Hier ist jedenfalls keine Luft. Und da braucht man den Mech-Anzug, um uns hier durchzubewegen. Wir können diesen Mech-Anzug. Ach, ich drücke mal die falsche Ausrüstung. So. Hier, das ist unser Charakter. Da wollen wir dann nachher hin. Outfits, Roboter. Wo war denn das jetzt mit dem Mech-Anzug? Hoppala, falsches Dreieck. Ah, dieser Treibstoffgeruch. Ich hab's mit dem Menü hier noch nicht so richtig raus. So, wir können hier schießen. Wir können. Wenn wir Treibstoff haben, fliegen. Ja, alles ganz tippidoppi. So, ich muss jetzt nur mal gucken, wie ich den Mech jetzt hier nochmal anpassen kann. Ah, genau. Nach unten drücken war das. Das Menü ist nämlich etwas bombastisch geraten. Etwas viel, mega viel drinne. So, dann können wir uns den auch von vorne angucken. Da ist wirklich unfassbar viel drinne. Ich habe auch nach 7 Stunden noch immer noch Probleme, mich im Menü etwas zurechtzufinden. So, jetzt können wir unseren Drachenkopf verpassen. Den finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist der ursprüngliche Mech-Anzug. Da sieht man dann halt. Ja, wir machen mal jetzt so einen Drachenkopf. So, dann haben wir hier ein goldenes Teil. Nahezu perfektioniert. So. Hier haben wir jetzt auch ein goldenes Teil. Achso, ich zeige euch mal, was sich da ändert. Das ist der Rucksack. Also ich weiß nicht, normalerweise haben die goldenen Teile sind halt besser, aber hier stehen jetzt keine Werte. Ob das jetzt da auch dann damit was zu tun hat, das kann ich euch jetzt so noch nicht sagen. Wir haben auch noch nicht alle Teile gefunden. Wir kriegen ja noch Teile. Ja, das passt jetzt farblich eigentlich gut dazu. So, dann haben wir hier noch auch neue Teile. Das ist hier hinten der Podex. Ah, wartet mal, ich guck mal, das macht so.
Das ist genau das gleiche, bloß dass es Gold ist. Okay. So, und dann haben wir hier noch. So, dass man so ein bisschen die Beine sieht. Also rein theoretisch wäre das jetzt das Ideale dazu, dass es zur Farbe passt. Aber das geht auch. So. Dann haben wir noch die Füße. So, und das war es eigentlich. Das ist unser Meckanzug. Immer ruhig bleiben. So, gehen wir schnell noch hier raus. Und wie gesagt, 4 Kisten habe ich noch mit Teilen, die ich sammeln muss. Ich will den großen Endboss halt noch nicht machen. Den machen wir dann Dienstag wahrscheinlich. Dienstagabend im Stream. Das Video kommt natürlich später. Und erstmal will ich noch die Teile sammeln. So, wie gesagt, das war jetzt der Roboter. Dann haben wir hier, wie ihr seht, wie kurz aufploppt, wenn wir über das Steuerkreuz kurz aufrufen. Nach oben ist halt heilen und sowas alles. Ja, was habe ich hier? Alles Biomasse, okay. So. Dann haben wir hier unsere Waffen. So, kann ich jetzt hier zum Beispiel so machen. Da habe ich jetzt hier so eine Faust. Die kann ich gedrückt halten. Die habe ich auch ziemlich früh im Spiel gekriegt. Die bringt auch viel. Damit schlägt man sich durch bestimmte Arten von Wände. Und wenn die dann so verrostet sind, dann zack, dann kann man sie durchschlagen. So. Und hier ist mein Flammenschwert und hier ist mein Eisschwert. So, die habe ich jetzt beide drin. Ne, da. Jetzt aber. So, hier unten habe ich dann meine Einheiten, also praktisch meinen Mechanzug, den ich rufen kann. Wenn ich jetzt bei einem Gebiet bin, wo kein Sauerstoff ist, wo ich Mechanzug brauche, dann kann ich den rufen, dann kommt er angeflogen. Da kann ich mein Reittier rufen. Und wir haben hier auch noch andere Sachen. Wir werden noch später, soweit ich das jetzt durch die Gespräche rausgekriegt habe, was die da bauen, kriegen wir noch einen Flugapparat. Und mal gucken, was wir noch bekommen. Also nur so durch die Sprich habe ich jetzt irgendwas mit dem Flugapparat schon rausgekriegt, weil der Inne gesagt hat, dass man da hinfliegen muss. Bin mal gespannt. Und da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Das sind unsere Waffen. Da könnt ihr auch viele mitschleppen. Hier habe ich jetzt noch nichts. Hier kann ich jetzt zum Beispiel da. Oder nehmen wir den Bumerang. Zack. Und so, aber die kann ich halt die kann ich zusätzlich zu meinen Eis- und Feuerwaffen nehmen. Und dann müsst ihr euch dann halt nur überlegen, was halt in die Haupthand kommt. Das zeige ich euch gleich noch. So, und dann haben wir halt hier die ganzen Waffen drin und so. Zack. So, das war's. Dann Kreis ist halt so eine Rolle. Viereck ist schlagen. Wenn man mehrmals schlägt, kann man Dreieck drücken und dann macht er halt so eine schnelle Attacke. Oh, was haben wir hier? Schön. Ein Tierchen fangen, so streicheln und behalten. Man kann nur sagen, töten und behalten. Aber das gibt halt einen Karma-Punkt. Beim Töten geht es halt auf die Dunkelheit. So, Kreis, Viereck habe ich. Dreieck macht nichts. Springen ist, ihr seht das. Springen ist springen. Man hat einen Doppelsprung. Aber da steht euch doch nochmal ganz genau erklärt. Hier unten seht ihr das ja. Da. Hoch, runter, links, rechts, was das ist. Welches Menü. Im ich komme trotzdem mal durcheinander. Du viel weiter sehen. So, wir haben auch Energie. Ich habe schon 3 Sachen für Fähigkeiten. So, da haben wir immer so einen schnellen. Und ihr seht, das macht mir jetzt nicht so viel Schaden. Weil ich habe schon ein bisschen Feuer gemacht. Dann haben wir auch Zieh. Und dann haben wir auch noch Vergiften. Da können wir irgendjemanden vergiften. So. Und ja. L1 ist jetzt hier Deckung. R1.
müsst dann halt nachladen. So. Und wenn wir Option-Taste drücken, dann kommen wir in die Einstellung. Wie gesagt, oben ist die Karte. Da seht ihr die ganze Karte. Grün ist mein Revier, was ich jetzt schon habe. Und ich versuche gerade diese gelben Reviere, beziehungsweise ich muss den hier noch ausschalten, weil ich komme in diese eine Basis hier noch nicht rein. Das gelbe Gebiet ist das nächste, was ich übernehme. Ich denke mal, das kommt dann, wenn ich den besiegt habe, dass die sagen, oh, mit dir legen wir uns lieber nicht an oder so. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Weil dann kann ich den Stammesältesten herausfordern, wenn ich die Gebiete übernommen habe. Und dann kriege ich auch die Stammeswaffe. Bei dem Myriad ist es halt der Bumerang. Und bei dem ist es, glaube ich, der Stock. Ja, und dann habe ich die Gebiete, gehören die denn mir? Praktisch, ich bin dann halt der Anführer. Oder die unterwerfen sich mir teilweise. Aber eigentlich ist es eine Freundschaft, die zusammen irgendwas die Welt retten wollen. Und dann kommen halt die nächsten Gebiete dran. So, dann haben wir hier Tagebuch. Da habt ihr einige Sachen drin, wenn irgendwo was passiert in der Welt oder Gespräche oder Leute, die ihr kennenlernt. Irgendwelche und Tipps und Tricks hier alle drin. So, da ist mein Reittier, das ihr das mal sehen könnt. Was ich jetzt gerade nicht rufen kann. Das kriegt ihr auch ziemlich früh in der Story. So, Stämme. Hier sind dann jetzt die Stämme. So, da könnt ihr dann jetzt sehen, ich bin jetzt mit dem Myriad bin ich verbunden. Verbunden. Maximal hell. Und mit denen würde dann auf Dunkelheit gehen. Da seht ihr auch den Stock. Und die haben halt hier den Bumerang. Den habe ich ja jetzt schon. Und die haben hier so ein... Da kommen wir auch noch hin. Die haben so ein Schwert. Oder was soll das sein? Ja, na, die Nunchakos haben die. Die haben einen Flitzebogen. Und die haben eine Kralle und die haben auch irgendwas. Also das sind die Stämme und die müssen sich mir anschließen, beziehungsweise mit denen muss ich mich verbünden, beziehungsweise unterwerfen. Und die Jagli, die sind halt, der Stärke kommt weiter und hast nicht gesehen. Ich habe mich aber für das Licht entschieden, das ist ein Myriad und sind ein bisschen weiche spielt die Leute, aber ich wollte mal ein bisschen auf Licht machen. Und dann ja, aber da kriegst du auch irgendwie von denen noch die Rüstung, die sieht auch recht cool aus. So. Dann haben wir hier den Charakter. Ne, warte mal, wir machen erstmal System. Da habt ihr dann halt zurück, Optionen, Fotomodus und alle drinne. Einstellungen. Da könnt ihr dann halt die Bildeinstellung machen und so ein bisschen. Dass das Spiel nicht in Deutsch ist, ist nicht ganz richtig. Die quatschen. Tiersprache, aber es gibt einen Erzähler, der uns das erzählt. Es ist, viele sagen, es ist, also viele, die reviewed haben, sagen, es ist langweilig und monoton und so. Es hat halt seinen eigenen Charme, das Spiel. Und die Erzählweise ist, der Erzähler liest uns das vor und so. Das ist teilweise so ein bisschen, kommt trocken rüber, das ist aber gewollt. Und ich finde, das hat seinen eigenen Charme und das macht mega Spaß. So, Ausrüstung kommen wir erstmal, bevor wir zum Charakter, zur Ausrüstung. Ja. So, wir gehen auf Inventar. Hier haben wir denn unser Inventar für Heilung und alles drum und dran. So, hier sind Energiepillen. Ja, hier ist dann das Mutagen. So. Zack, das sind die Questgegenstände. Das sind Haufen Gegenstände. Ihr findet im ganzen Spiel überall Gegenstände. Ihr müsst alle durchsuchen. Das ist wichtig. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Geld. Ich habe noch nicht so viel verkauft. Dann hier Munitions. Es steht zwar Munition da, also ihr seht ein Munitionszeichen, sind aber alles Teile. Das zeige ich euch gleich noch. So, und hier auch alles verschiedene Teile, Rohre. Oh. Nahkampfwaffen, Teile. Hm?
Das sind alles Einzelteile, die ich gesammelt habe bis jetzt in den 7 Stunden. So. Kommen noch zu den normalen Waffen dazu. Ich mache das jetzt ohne im Schnelldurchlauf und dann halt hier was zum Käfer fangen und hier Brecheisen, um Türen aufzumachen. So, Ausrüstung. Das ist unsere Ausrüstung. Herstellen, da kann man Sachen herstellen. Outfits sind die Outfits, die wir haben. Also hier immer nackig, so sieht unsere aus. Ich habe mich jetzt nochmal biomifiziert, also in so einer Bioanlage. Da habe ich dann halt nochmal gesagt, halt auf Muskeln und den Kopf nochmal ein bisschen angepasst und so. Das ändert dann halt nichts an den Werten. Also wenn ihr am Anfang euch denn so den Charakter so anpasst mit den Werten, so wie ihr gerne haben wollt, auch wenn er denn hässlich ist, könnt ihr denn im späteren Verlauf das auch anpassen. Hier hat man dann verschiedene Sachen, die man schon mal einstellen kann. Das hat dann, also Profile sozusagen, Outfits. So. Und hier ist der Roboter, den können wir auch anpassen. Da habe ich auch schon ein bisschen was drauf. Taschenlampe und das andere kommt alles erst noch. So, wir gehen jetzt mal zur Ausrüstung. Also das ist jetzt unser Charakter, den wir jetzt komplett anpassen können. Warte mal, ich gehe mal auf Outfit so. Dass er auch was anhat. So. Rücken. Da haben wir jetzt nichts drin. So, rechte Schulter. Das ist diese. Da seht ihr, dass sich die Werte ändern und dass sich die Teile ändern. Seht ihr das? Ja. Und dann können wir ihm dann halt irgendwas anziehen. Auch den Kopf. Da können wir jetzt zum Beispiel auch hier so eine Mütze. Diesen, ach, das kann ich dann verkaufen, das ist gut. Und diesen Enten, diesen Drachen, oh, cool. Wir haben auch diesen Drachenkopf. Diesen Entenkopf haben wir damals gekriegt und den hatten wir auch für unseren Mac gekriegt. Also hoffe ich ja, dass das immer noch mit bei ist. Ich gehe aber momentan eher nach Werten. Da wo am meisten drauf ist, egal wie scheiße es aussieht. Das nehme ich. Und das ist halt momentan hier der komische Kopf, aber ich will euch mal das solltest du behalten. Das machen. Und dann können wir Gesicht, könnten wir da noch eine Maske machen. So. Und dann können wir auch hier Hosen. Ihr seht, dass sich da die Werte ändern. Oberkörper. Ah, also da gibt es verdammt viele Sachen, die man anziehen kann. Und es geht halt rechte Schulter, linke Schulter, Rücken. Irgendwann können wir irgendwas auf dem Rücken machen. Und Gesicht, da können wir dann wahrscheinlich eine Maske machen oder so. So, das ist die Haupthand. Hier könnt ihr dann sagen, welche Waffe in der Haupthand sein soll. Da habe ich mich für die Feuerwaffe entschieden und in die Nebenhand habe ich die Eiswaffe. So. Den nächsten Punkt ist Herstellen. Wir gehen da erstmal darauf. Und dann können wir, also wenn die Haupthand, ja, dann könnt ihr zu Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen. Wir gehen jetzt erstmal in die Nahkampfwaffe und wir nehmen mal diese Eiswaffe, die ich habe, die aus einem Staubsauger gemacht wurde. Da ist so ein Eisding vorne dran und ein Griff. Da gehen wir auch mal bearbeiten und da haben wir dann mehrere Punkte, wo wir hier ansetzen können. Wir können zum Beispiel hier einen besseren Schaft machen, damit ihr mit dem Staubsauger nicht so... So, wir können jetzt zum Beispiel das ransetzen, aber finde ich jetzt nicht so knallig. Ich finde das eigentlich schon besser. Sieht so, nach hier einem Plan aus. Können wir dann verschiedene Sachen ranmachen. Ihr seht hier zum Beispiel ist eine Eisfähigkeit mit bei. Die sind alle ganz normal. Das ist ein Hammer. Ist auch alles ganz normal. Ja, ihr könnt auch hier so lange Sachen ranbauen. Ja. Aber ich finde das so eigentlich ganz super. So, und dann können wir hier vorne auch noch Sachen ranmachen, um die Kraft natürlich nochmal zu verstärken. Aber ich habe zu wenig Teile. Seht ihr ja, hier ist alles rot. Ich kann da jetzt momentan nichts machen. So.
Ich kann das so, wie es hier ist, auch nicht herstellen, weil das kostet 3. Schrott liegt überall. Dafür hast du nicht annähernd genug Schrott. So, ich könnte das jetzt ransetzen. Ich könnte den ransetzen. Aber der würde... Ja. Oh, der hat dann halt so, den könnte ich auch herstellen. Kritische Treffer waren 3% auf 2 runter. Das wollen wir nicht. Das können wir auch herstellen. Wir haben 126 bis 165. Da wären wir 2 Punkte schlechter, wenn wir das jetzt ranmachen würden. Da würden wir uns sogar verbessern. Da auch. Oh, da würden wir uns am meisten sogar verbessern. Ja, dann nehmen wir denn doch mal das. So, und dann haben wir diese Waffe hergestellt. Ja. Und so könnt ihr das mit jeder Waffe, die ihr findet, machen. Die könnt ihr bearbeiten. So, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt den Dolch hier nehmen. Ich spinne mal jetzt einfach ein bisschen rum. Ich habe jetzt nicht so viel, dass ich was großartig herstellen kann. Wir nehmen mal hier das, was am meisten bringt. Das. Dann nehmen wir hier... So, haben wir jetzt zum Beispiel sowas und dann. Jetzt kann es noch mehr. So, seht ihr das? Und dadurch hat es dann gleich mehr Schlagkraft. Können wir aber nicht herstellen. So, bei Fernkampfwaffen ist es genau das gleiche. Wie gesagt, ich habe jetzt nur 2. Ich habe mit der Pistole angefangen, habe dann so ein Maschinengewehr gefunden. Da könnt ihr, hier können wir hier hinten halt nicht anpassen. Ich zeig's mal. Damit kannst du Löcher verursachen. Vom Maschinengewehr. So, da können wir hinten was ranbacken, was ich nicht habe. Also es wird immer alles angezeigt, was ihr könnt, auch wenn ihr die Teile nicht habt. So, können wir jetzt zum Beispiel die erweitern und verbessern, wenn wir das ranballern. Dann können wir... Gucken mal, was da jetzt am besten ist. 274, 500. Das mit 500 ist eigentlich am besten. Das nehmen wir. So, dann können wir hier oben. So, und hier unten ballern wir auch noch was ran. So, und hier vorne. Also bis jetzt ist 591 das Beste, was wir machen können. Wir gucken mal nach. So. Und hier hinten habe ich nichts, was ich daran machen kann. Und so habt ihr dann praktisch ein Gewehr, was ihr habt, modifiziert. Und es ist von Schaden von 155 bis 244 hochgegangen auf 390 bis 591. Ja, und so könnt ihr mit euren Waffen, die euch gefallen, also guck mal, da oben haben wir 4 Sterne, so ja. Aber ich habe halt nicht genug Teile. Ja, aber so können wir das schön hochpowern. Hier unten noch was dran. Die edelste aller Schusswaffen. Und so könnt ihr das mit allen Komponenten machen. Selbst jetzt hier bei so rechte Schulter. Ja, rechte Schulter, zack. Können wir hier Sachen raufballern. Wir nehmen mal jetzt zum Beispiel
das. Das würde dann so aussehen. Und dann würde es von 12 Rüstung auf 20 hochgehen. Ja, wir können natürlich, wir gucken mal, was haben wir denn? Haben wir denn was Besseres? Ne, 12 ist momentan das Höchste, was ich habe. Dann gucken wir mal, was wir da rausholen können. 20. 20. Aber ich habe für 20 nicht genug, um das herzustellen. Also müssen wir das nächste nehmen, wäre 18 oder 19. Das können wir auch nicht herstellen. 19. Ein schönes das Resultat. Können wir herstellen. Und haben damit jetzt, ja, anstatt 12, 19 Rüstung. Und so genau so könnt ihr das dann mit allen Teilen machen. Ja, wie ich nochmal. Darauf. So, da bin ich jetzt. Das habe ich jetzt dran. Das wollen wir verbessern. Da habe ich jetzt nicht mehr genug. Aber ich kann das ranballern und zack. Und habe das somit verbessert. Und kann mehr Schaden ab. So. Und dann können wir das auch beim Kopf machen. Anpassen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. So, hier vorne. Ihr seht, ich habe jetzt nicht mehr genug. Ich nehme es jetzt einfach mal, um euch das zu zeigen, was dann passiert. Hier, da ist dann halt da hinten so ein Ding. So. Und dann würde das von 21 auf 35 Rüstung hochgehen. Und dann beim Anzug seht ihr auch, was ich da habe. Das ist bei den verschiedenen Rüstungsteilen. Hatte ich hier nochmal. Damit könnt ihr dann auch verschiedene Resistenzen herholen. So, bei der Hose. Können wir dann auch Sachen ranbauen. Würde denn so aussehen. Sieht ein bisschen komisch aus, ja. Aber, seht ihr, von 14 auf 28 hoch. Wir brauchen natürlich mehr Schrottteile. Und bis jetzt finde ich halt nicht genug Schrottteile. Ich muss echt gucken. Und ich habe halt zu viel gebaut. Und beim Oberkörper ist es genauso. So, man kann auch Schrottteile kaufen. So, würde denn so aussehen? Das könnte auch, ein oder zwei. Ich muss mal gucken, dass ich dann halt auch ein paar Klamotten verkaufe. Weil ihr seht ja die Blätter hier, das ist die Währung. Davon habe ich halt zu wenig. Ich muss gucken, dass ich mehr Blätter kriege. So. Und so könnt ihr praktisch euch komplett anpassen. Ihr könnt den Roboter anpassen. Ja, na, kommt er später noch. Ihr könnt euch selber anpassen. Ihr könnt eure Rüstung anpassen. Zusätzlich die Rüstung, die ihr habt, könnt ihr so nochmal erweitern und anpassen. Die Waffen könnt ihr anpassen. Ihr könnt Waffen finden. Ihr könnt Waffen selber zusammenstellen. Feuerwaffen und auch Schlagwaffen, alles drum und dran. Da seht ihr komplett, da ist alles möglich. Ihr könnt euch skillen, da kommen wir auch gleich noch dazu. Von verschiedenen Attacken. Von Zweihandwaffen, Einhandwaffen. Ihr könnt euch noch modifizieren. Das seht ihr ja da unten schon. 97% und 19% habe ich jetzt bei dem. So, wartet mal. Charakter. So. Da muss ich auch gucken. Da habe ich aus Versehen letztens einen Fehler gemacht. Da muss ich wieder auf Bio machen. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel, ich bin Level, also Stufe 11. Da gibt es so eine Hundemarken und dann so Steine, Biopunkte und dann Psi-Punkte. Die sind für verschiedene Sachen zum Skillen. Wir fangen da am besten mal an. Wir gehen bei hinten bei Talente. So, dafür brauchen wir diese Hundemarken. Das sind unsere Talente, die wir dann machen können. Mit mehr Schaden und alle drum und dran. So, Sabotage, da haben wir hier. Oh,
also Saboteur. Und dann haben wir aber auch noch, wartet, Charakter, ich war aber jetzt falsch, Talente. Da haben wir noch Wung Fu. Wung Fu ist halt die Kampfart, die hier gemacht wird. Und da habt ihr hier die verschiedenen Sachen, die ihr machen könnt. Ja, das sind jetzt hier die Schildkonter und die verschiedenen Angriffe. Ja? Dann haben wir hier Manöver. Die lernt man alle am Anfang gleich. Basis. Und dann haben wir Basis Nahkampf. Da habe ich, im Nahkampf habe ich so gut wie, nee, doch, habe ich jetzt mittlerweile alles. Ich weiß nicht, ob da noch was da neu dazukommt, wenn wir neue Wung Fu Meister kennenlernen oder so. Fernangriff und Nahangriff. So, wenn wir auf Fernangriff gehen, haben wir hier zum Beispiel Schusswaffe. Da fehlt mir hier unten noch eins. Dass wir da dann halt so eine Attacke kriegen. So, seht ihr das? Und Doppelschusswaffe. Da habe ich noch nicht drauf geskillt, weil ich habe noch keine Doppelschusswaffe. Ich habe erstmal eine Schusswaffe. Die kosten auch nicht so viel. Die kann man später dann immer noch skillen. Weil das hier... So, hier, das habe ich zum Beispiel. Gewehre, so. Mein Gewehr habe ich ja. Automatikgewehr kann ich mir noch nicht angucken, weil ich habe noch kein Automatikgewehr. Schrotflinte habe ich. Da habe ich auch schon ein bisschen geskillt. Da kommt dann halt das. Und dann haben wir hier alles fertig. Beim Bumerang. So, Nahkampfwaffen. Unbewaffnet. Da haben wir dann halt hier noch ein paar Sachen für unbewaffnet. Die mache ich zum Schluss. Die sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht gerade so wichtig. Einhandhieb. Das ist halt, wenn man halt nur also mit einer Fernkampfwaffe und mit einem Schwert kämpft. Doppelt. Da habe ich jetzt alles fertig. Weil Doppelwaffen, Nahkampf, das ist so mein Ding. Zweihandhieb. So, das kommt dann als nächstes. Weil irgendwann in nächster Zeit werde ich dann halt die große Waffe mir holen. Da habt ihr genug Erklärung schon. Wo man diese große Waffe bekommt. Ja. Das kommt dann später, weil mit so großen Waffen... Also ehrlich gesagt, das werde ich mir wahrscheinlich auch teilweise sparen, weil... Kommt ganz, ganz zum Schluss. Weil von diesen großen, unhandlichen Waffen bin ich noch nie so der Freund gewesen. So, hier haben wir alles fertig. So, dann haben wir noch Aura. Das ist jetzt die Dunkelheit und die Helligkeit. Ich bin jetzt mehr auf hell anstatt auf dunkel. Da steht auch erklärt, was das bringt, Psy-Kräfte und alle drum und dran. Das würde jetzt zu weit führen. Und natürlich, weil ich halt mehr auf hell bin, ist die helle Figur mehr nach vorne und die dunkle Figur mehr nach hinten. Wenn das jetzt umgedreht wäre, wäre die helle Figur vorne und die dunkle Figur hinten. So. Und hier haben wir dann unsere Mutationsfähigkeiten. Hier haben wir jetzt erst Biogenetik, da können wir dann halt so, ja. Aber Pilze hochschießen und so. Die können wir aber natürlich auch für uns nehmen, dass wir höher springen können. Das werde ich auch noch mal machen. Also da brauchen wir noch ganz viel, um da verschiedene Sachen zu kriegen. So, dann haben wir Psy-Kräfte. Das sind halt diese hier.
Da spare ich aber gerade Punkte für. Für so was, so einen großen Angriff hätte ich gerne, wenn viele Gegner um mich rum sind. Aber das kostet halt 5 Ocken, das Ding. Gibt's aber halt auch noch andere. Damit ich mir fliegen kann hier. Ja, das. So, das ist heftig. Aber kostet 18 Stück. Und dunkle Aura benötigt. Dunkle Aura 30. Ich bin auf hell. Ich könnte dafür das hier machen. Also manche Sachen könnt ihr halt nur mit bestimmter Aura machen. So, da wird dunkle Aura 10 benötigt. Ich habe helle Aura. Helle Aura 10, also das könnte ich dann demnächst benutzen. Also noch einmal eine gute Tat, Helligkeit machen und dann hier noch Sachen davon sammeln, dann könnte ich das mir dann holen. So, Widerstand. Da ist mein Widerstand. Das ist Antistrahlung. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich... ich habe gedacht, dass man das einzeln verbessern kann. Ich hatte Bio... Also, das hier, Antibio, hatte ich auf 100%. Und dann ging es noch weiter. Aber dann, wo es auf 100% war, habe ich dann halt das gemacht und habe aber nicht gesehen, dass ich mich dadurch zwar verbessert habe, aber von dem Bio weggenommen wurde. Das war mein Fehler. Also jetzt werde ich mal gucken, dass ich dann halt nächste Mal Weg 5er habe. Oder hier erstmal wieder auf Bio machen, weil Bio ist wichtiger jetzt momentan, das brauche ich. Und dann mal gucken, ab wo der denn das da wegnimmt. Oder ob man dann hier die 5 oder 6 oder 10, was dann halt später kommt, zusammenkratzen muss, um über 100% zu kommen, damit das eben nicht wieder weggenommen wird. Müsste man dann mal gucken. Aber wenn ihr erstmal nur in ein Gebiet wollt, dann reicht natürlich aus 100%. Also ihr müsst 100% Minimum haben, um... bei 96 oder 94 oder so klappt es auch schon, dass ihr in das Gebiet drin könnt, ohne großartig Schaden zu nehmen. Bei 100 nimmt ihr keinen Schaden. Und wir haben auf der Landkarte... ziemlich am Anfang, hier zum Beispiel ein Gebiet, da war ich noch nicht drin. Und hier, da war ich drin, da habe ich einen großen besiegt. Also als nächstes werde ich dann hier wieder hergehen. Wenn ich dann wieder gegen Bio mutierende Sachen immun bin. Und werde dann in das Gebiet reingehen. Weil hier habe ich alles gesammelt, was man sammeln kann. Als nächstes kommt dann halt dieses. Ach Quatsch, dieses hier und dann hier vorne. Wie gesagt, ich muss halt noch die Roboterteile hier finden. So. Und das war's eigentlich. Und wie gesagt, zum ich finde. Gehst du gerne auf Erkundung, sogar unter der Erde. Da hört ihr ja gerade. So, jetzt bin ich unter der Erde gewesen. Ich gehe mal hoch. So. Hier habe ich es angeschalten. Dann habt ihr auch so ein Rätselchen, die ihr machen müsst. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. So, abgeschlossen. Die haben auch komische Ausdrücke für die meisten Sachen. Und dann sind wir hier oben auf der Brücke. Wo sind wir? Da. Und können jetzt hier die Brücke lang gehen. Wahrscheinlich. Das müssen wir uns ein bisschen angucken. Wichtig ist, dass ich halt zu diesem Ding da irgendwie hinkomme. Und hier müsste alle... Also ich bin hier auch so, dass ich hier alles abgrase. Ob hier irgendwo was ist. Sobald hier irgendwo ein Punkt ist, dass man irgendwas einsammeln kann, bin ich dahin unterwegs.
weil ich mehr Schrott brauche und so. Achso, ich bin jetzt gerade auf dem Berg. Okay. Also das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist, wie gesagt, die Grafik mit dem Nebel. Also so, die Grafik ist schön. Die Figuren sind liebevoll animiert. Gefällt mir so mega gut. Mal hier gucken, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Jeder neue Tag bietet neue Chancen. Ihr hört ja, das ist wirklich, also ich finde das mit dem Erzähler nicht schlecht. Viele, ich weiß nicht, warum die das bemängelt haben. So. Ihr seid wirklich agil unterwegs, ihr könnt rennen. Und vom Kampfstil her finde ich es richtig cool gemacht. Und da unten ist halt der Untergrund. Vom Kampfstil finde ich es richtig cool gemacht. Also da... Oh, hier haben wir jetzt wieder was. Na komm. Wenn ich mir da Godfall angucke zum Beispiel. Godfall will, dass man schnelle Bewegung macht und Tempo und hast nicht gesehen. Und es ist sehr schwerfällig. Da muss ich hin, seht ihr das? So. Warum ich jetzt hier hoch soll, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann dann bei der Brücke noch irgendwo hin. Müssen wir mal gucken. Das haben wir so ein bisschen die Action hier mitkriegt. Vielleicht kommt ja auch gleich noch ein Gegner. Also da komme ich nicht rüber. Vielleicht kommen wir später hier noch hin irgendwo. Ja, da unten seht ihr zum Beispiel die Brücke. Aber da müssen wir hin, zu dem Haus da hinten. Tagsüber sind die Farben leichter zu erkennen. Dann habt ihr hier so eine Wegweiser. Zack, da müsst ihr Pinkel da dann ran. Also mal sehen. So, und dann ist halt der Checkpoint da gesetzt. Das ist dann für eine Schnellreise. Ich renne nochmal zu der Kiste, damit ihr es jetzt sehen könnt, was das für eine Kiste ist. Also das ist gerade so ein Nebenquest. Da sind auch Gegner. Dann können wir nämlich, kann ich euch mal ein bisschen vom Kampf zeigen. So. Noch eine Ziegelhütte aus der alten Welt. Also der Erzähler, den finde ich echt knorkel gemacht. Ziegelhütte, alte Welt und so. Oh, hier haben wir, was haben wir hier? Sieht aus wie eine Maske. Sowas kann man nicht kaufen. So. Ist ja gar kein Gegner. Schade. Normalerweise sind bei den Kisten dann immer auch Gegner gewesen. So. Und das nächste Objekt ist halt da. Da haben wir ja natürlich Glück, dass wir hier eine Schnellreise gemacht haben. Dann könnt ihr mal sehen, wie lange der dauert für die Schnellreise. Also da, wie gesagt, das ist die PS4-Version. Ich hoffe, dass bei der PS5-Version erstmal, dass das Savegame kompatibel ist und dass bei der PS5-Version von der Schnelligkeit noch was gemacht wird. Grafik natürlich sowieso.
Also Ladezeiten sind jetzt nicht so extrem lang. Aber beim Anfang, beim Start des Spiels, da den Nachts schon, kannst du dich um all deine Angelegenheiten kümmern. Ah, da sind Gegner. Endlich. Ach, fuck. Blitzschnell! Guter Treffer! Ich hatte die Waffe nicht dran, ne? Also, klar, es ist halt momentan einfach nur Viereck drücken und irgendwann Dreieck drücken. Das Richtige kommt ja erst noch, aber wir sind agil. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kannst du dich erholen, wenn aus Tag Nacht wird. Und andersherum. Oh, dann können wir uns ausruhen. Ja, jetzt sind unsere Gegner weg, scheiße. Und das, was ich einsammeln wollte, ist auch weg. Naja, egal. Und da unten ist halt die Todeszone. Ich sehe doch noch die alten Häuser. Aber da kann ich nicht runter, ohne Meckernzug, weil da ist keine Luft. Also ich habe verschiedene Gebiete. Luft, Atom verstreut, Bio verstreut. Ah, hier sind noch was. Ah, da. Den brauche ich. So, streicheln und behalten. So, die nehme ich 10 Punkte jetzt endlich. Gott, hier ist einer. Ich höre da was. Ah, da. Die haben jetzt nichts fallen lassen. Schade. Der Tag schreitet voran. Ja, die lassen halt manchmal auch was fallen. Das muss man dann aufnehmen. Man braucht halt 4 Schrotte. Ihr habt sie ja gesehen. Oh, da sind noch mehr. Kauf, kauf. Da drüben ist einer. Rein da. Kauf, kauf sind Kaufläden. Das nenne ich eine Fleischwunde. Ja, der Große verpisst sich dann nach einer Weile. Am besten ist nochmal die Kleinen erstmal auszuschalten. Vereist. Voll ins Schwarze. Weil die Kleinen und den Großen. Längst in den Seilen. Ah, falsch. Falsch. Das fühlt sich so viel besser an. Den Großen und die Kleinen erledigen, ist ein bisschen schwierig. So. Der Große ist immer noch da und ein paar Kleine. Fuck.
Abgekühlt. Tuchfühlung. Die Hälfte deiner Gesundheit ist futsch. Also in letzter Zeit verbrauche ich ganz schön viel Gesundheit. In Flammen. Ah, fuck, jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich nicht auf meine Gesundheit geachtet. Ihr könnt auch klettern, ihr könnt... Wie gesagt, da ist so viel drin. Am Anfang stirbt er öfters, also ein bisschen mehr. Und dann seht ihr ja, dass die Ladezeit da schon ein bisschen... So. Feingewürfel! Minusgrade. Sowas steckt man nur schwer weg. Nicht mehr viel Gesundheit übrig. Das fühlt sich besser an. Echt scharf. Gebacken. So. Manchmal habt ihr Glück, ihr habt so einen großen mit irgendwelchen Waffen hinten auf dem Rücken, die man, also Raketen oder so, die man explodieren lassen kann. Der hat gesessen. Gefrierbrand. Hack, hack. Das hat weh getan. Mitten ins Gesicht. Frostball. Schlitzohr. Treffer machen sich bemerkbar.
Geschneeball. Geschmort. Das ist ja cool. Ja, manchmal sind die Gegner auch ein bisschen doof. Also so einfach hatte ich es jetzt ehrlich. Oh, scheiße, noch nie. Leider kann man die Waffen, ich habe jetzt mal eine sammelt, was der Feind ist, ne? War leider ein bisschen zu schnell. Leider kann man die Waffen, es geht die man nichts hier kriegt, über eine Geschichte mit einem findet, unerwarteten Ende. Die liegen lassen, wenn man sie besiegt hat, nicht mitnehmen. Das wäre toll, wenn man die Waffen noch mitnehmen könnte und dann zum Beispiel die Einzelteile davon abbauen könnte oder so. Oder die Waffen verwerten könnte. Das wäre richtig klasse. Ach, was haben wir hier? Noch eine Kiste. Oh, selten. Oh, hier haben wir noch was. Ein Griff für einen Katana. Super. Also das ist so mein Tipp an euch. Durchforstet alles, was ihr könnt. Also wenn ihr irgendwo seid. Im Bunker oder... Oh, cool. Oder... Wo auch immer. Nicht nur einfach vorbeigehen. Ah, hier seht ihr das mal. Jetzt brechen wir die Tür auf. Oh, Gold, 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 Gold klingt. Das ist super. Was ist es? Nur eine Maske, okay. Oh, Bio. Bio ist gut, dann kann ich euch das mal zeigen. Ist das ein Mensch oder? Nee, das, von den Augen her ist das auch eine Kreatur. Okay. So, hier sind die Bio-Container. Ich habe jetzt ein Bio-Kristall bekommen. So, wenn ich jetzt da auf Charakter gehe. So, ich bin im Level gestiegen. Das ist gut, dann kann ich euch das jetzt auch mal zeigen. Ich habe jetzt viel immer auf Stärke gemacht. Weil ich halt stark sein musste für Gegner und so. Ich werde als nächstes jetzt hier erstmal viel auf Vitalität machen. Für Lebensenergie und alles drum und dran. Und das, was gelb ist, das sind halt die Werte, die ich besser bin durch Gegenstände. Also durch irgendwelche Sachen, die auf den Waffen drauf sind oder auf der Rüstung, auf Rüstungsteile, was weiß ich, die Intelligenz oder Stärke oder so gibt. Oder KI und so. So, Mutation, Widerstand, so, jetzt gehen wir darauf, so, bin ich bei 29, da hat er jetzt noch nicht abgezogen von den 97, das ist sehr gut, müssen wir mal gucken, das muss ich als nächstes, ich hatte auch schon ganz viel auf Feuer, das hat er als erstes abgezogen, nur mal gucken, so. Da haben wir auch jetzt, wie ihr seht, 1 von 1, Kaufladen 8b. Jagli, 1 von 3, 1 von 3. Zwei von 15. Nicht. Alte Weltwissen 2 von 15. Da muss ich hin. Okay.
Gut, also haben wir hier praktisch alles erreicht. Hier ist der Boss. Na, da können wir dann halt hier runter und dann müssen wir hier lang latschen und den platt machen. Und den würde ich aber erst platt machen wollen, wenn wir das hier haben. Also hier praktisch die letzten Mechteile. 12, 13, 14. Also drei Teile fehlen uns noch. Und hier ist halt der Maulwurf. Was das mit dem zu tun hat, will ich euch halt nicht spoilern, aber der macht dann halt eure Teile. So. Hier ist halt das mit Bio. Und wir müssen dann halt praktisch hier runter und dann hier rüber, um die nächsten Sachen zu holen. Da ist das nächste, was wir jetzt hier haben, eigentlich das. Aber wir gehen mal zu dem. Schnellreise. Nur um euch das auch nochmal zu zeigen. Also ich bin so von der Mechanik und so. Dieses Ding war einst Teil eines Tuk-Tuks. Jetzt steht es einfach nur so herum. Es gibt nicht mehr viele Tage. Vergeude sie nicht. So, da ist er. Gizmo möchte dir gerne helfen. Du musst Gizmo dabei helfen, den Jumbo-Knoll zu besiegen, bevor er die Westwurzel zerstört. Kann nicht glauben, wie nach den Schrecken durch Lupalupins Krallen jemand so Gutes aus dir werden konnte. Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Gizmo möchte dir gerne helfen. Sagt, der Baum des Lebens verbindet die ganze Schöpfung miteinander. So, schnell Gizmo. So, und der hat halt da, hat er den Mech gebaut und von dem habe ich halt den Auftrag gekriegt, den Mech, ja, die Teile zu sammeln. Man sieht auch mal ein bisschen freundlichere Landschaft. Hier ist dann zum Beispiel. Musste ich welche besiegen und. Da müssen. Ja, da sind die Bäume. Sieh dir das an, wenn das kein Tuckerhof ist. Wenn du den Gleisen hier folgst, findest du allerlei kleine verstreute Schätze. Natürlich nicht, aber sie bringen dich näher ans Ziel, wo auch immer dieses sein mag. Bei dieser Spur hast du deine Spürnase bewiesen. Durch sie kannst du viel über die Welt lernen. Halte Ausschau nach ihnen. Ja. Tuckerhof, also Bahnhof. Und wenn wir den Schienen folgen, finden wir halt Sachen. Oh, was ist markiert? Achso, der da oben ist markiert. Und ich weiß ja nicht, wie ihr jetzt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Erzählweise findet. Ich finde die ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Überhaupt nicht. Und die kommt auch richtig immer schön die Sammelwut auf. Da haben wir da schon was. Gold, so ja. Hier können wir dann durchwühlen. So. Und das war doch schon. Also hier geht es nicht weiter. Hier ist ja der Tunnel versperrt.
Ich werde Dienstag mal versuchen. Vielleicht müssen wir die Mesh ja auch nicht komplett fertig machen. Weil er sagt ja nicht hier, du darfst erst dahin gehen. Wir können das jederzeit machen. Wir gehen mal in den Meshanzug. Spar dir deine Energie. So, und jetzt runterdrücken. Mesh. Zack. Stampf aus, stampf ein. So, und dann müsst ihr euch ein bisschen da lang orientieren. Machen wir da einen Wegpunkt hin. Kann ich einen Wegpunkt setzen? Trockenen Hals ein. Man muss nach links. Ah, da ist die Brücke. So, da ist die Wurzel. Hier seht ihr die Wurzel. Oh, und hier, selbst mit dem können wir dann angreifen. Und hier gibt natürlich auch Punkte. Nicht tot. Oh, scheiße. Bin besiegt. Ja, da muss man, in dem Gebiet muss man halt auch auf diese Öldinger achten, weil manche kann man wegsaugen mit L1, manche nicht. Da kommst du halt nicht durch. Da musst du dich dann halt schnell davon befreien. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das jetzt soweit erledigt ist. Ah, da haben wir noch irgendwas Biobehälter, was? Haben wir irgendwann nicht gespeichert? Das könnte dir den Appetit verderben. Seht ihr das? Ich komme halt jetzt momentan nicht mehr in diese Biogebiete rein. Und das ist ja direkt da. Also ich komme schon rein, aber ich nehme halt Schaden. Also zählt halt runter, wenn ihr 100 bewegt, dann halt tot. Weil ich halt da halt ein bisschen Mist gebaut habe. Und hier kommt dann gleich dieses Gebiet. Ja. Aber wie gesagt, das mache ich dann halt Dienstag mit euch im Stream weiter. Ich hoffe, das kurze Rinkicken und ein bisschen erklären, was machbar ist, hat euch gefallen, weil hier ist wirklich extrem viel machbar. Und ich bin gerade mal bei 7 Stunden Spielzeit. Jetzt mit der Aufnahme bei 8 Stunden Spielzeit. Und das Spiel ist gerade mal, wie gesagt, am Anfang. Ich will nicht wissen, was da noch an Möglichkeiten auf mich zukommen. Ich werde euch da natürlich dann auch später dann noch ein Update geben. Könnt ihr gerne dazu stoßen im Stream. Das streame ich jetzt momentan. Biomutanz, ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link zu Twitch werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Oder wenn ihr mich bei Twitch einfach suchen wollt, Odin_Ase, so wie mein Gamername ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.